Jo moin, hier ist der FKK, nicht? Ich bin gerade aufgestanden, wie man sieht. Noch völlig zerzauselt. Noch nicht duschen, noch nicht Zähne putzen, noch gar nichts. Heute ist Sonntag. Wenn ich jetzt hier so die Maske sehe, dann sehe ich, die hat der Erik, also ein Hörer meiner Musik, hat die schon die ganze. Seit der Ostsee hat er die Maske auf. Ach nee, der arme Erik. Die sind ungefähr um 10 am Bahnhof und dann werden wir da hingehen und den überraschen. Der hat die ganze Zeit so eine Schlafmaske auf, ich zeig da noch mal WhatsApp-Bilder zwischendurch rein, die mir geschickt wurden von seiner Freundin. Und dann, ja, ich bin gespannt, wie er reagieren wird, wenn ich auf einmal im Auto sitze. Weil die kommen dann quasi mit Auto hier in Halle an, so am Hauptbahnhof, er maskiert, Kopfhörer auf und ich steig dann einfach dazu. Der denkt, es geht in einen Freizeitpark. Das ist ganz wichtig für euch zu erzählen. Und ja, also ich hätte, glaube ich, schon 5-mal in das Auto gekotzt. Das Bild seht ihr jetzt hier. Und naja. Ich bin gespannt. Peace out, bis später. Ein Kollege kommt gleich noch vorbei. So 9:30. Der filmt mich dann. Nicht, dass ihr dann wundert, dass ich auf einmal fliegende Arme kriege. Ach so, und was ich vergessen habe zu sagen, so, wir werden heute nämlich ein bisschen was machen. Das weiß der Erik noch gar nicht, aber seine Freunde haben mich schon so ein bisschen eingeweiht, wenn die da Bock drauf haben. Und zwar drehen wir heute ein Video zu meiner kommenden EP, Peace to FKK. Eigentlich waren alle Videos schon fertig, aber da ist etwas Grundlegendes passiert, was man ändern muss. Und das ist aber auch eine kleine Überraschung. Und ja, deswegen, wir drehen heute ganz viel Video und vielleicht werden wir das mitfilmen, vielleicht auch nicht. Mal schauen. Jetzt erstmal duschen gehen. So. Ja, komm, hör auf. Die Linse ist beschlagen, deswegen hör auf. So, ich bin jetzt fertig mit Duschen. Wir gehen jetzt los. Wir sind 9.51 Uhr da. Jetzt ist es 47. Wir müssen bis zum Bahnhof fahren. Deswegen filmt mein guter Kollege René jetzt mal durch. Wir filmen jetzt einfach mal alles mit. Ich nehme mal die Kamera, dann er und wir müssen wegen Licht einstellen. Bla, ja, deswegen macht das komische Geräusch, aber egal. Nehmen wir mal los. Und ja, ich bin jetzt angezogen, ist alles vollgestellt und so. Ihr wollt ja nicht die ganze Scheiße sehen, wie ich mich anziehe und bla. Komm, geh vor mir rein. Vielleicht höre ich auf mit Rauchen, wenigstens eine Pause. Vielleicht fühle ich mich nicht wohl bei mir zu Hause. Vielleicht sollte ich meiner Freundin einmal in der Stunde etwas kaufen. Es wäre noch zu wenig in ihren Augen. Ich hab so viel zu tun. Oh, mir geht's gut, Gott sei Cartoon. Und alle reißen sich ins Chaos. FKK bleibt immun. Ja, ich bin ein Weltenbummler. Ich schieb öfter mal bis selten Kummer. Sollte mir was helfen, dann ist es wahrscheinlich lange schlummern oder scheinbar deine Nummer. Hast du gut geschlafen oder was? Alter! Was geht? Alles gut? Was geht? Alles gut? Nein, ich bin gerade echt. Nein! Achso, ja, das ist mal nicht. Ja, das ist mein Kollege René, der filmt uns ein bisschen. Alter, wie geil! Gut gefahren oder was? Auf jeden Fall. Ja? Mitgefahren. Mitgefahren. What? Bist du verrückt? Ich weiß überhaupt nicht, wo wir sind. Ich wir sind in Halle, ja. Wir sind hier in meiner Stadt, ja. Ja, geil. Ja. Alles gut oder was? Aber richtig, da hast du jetzt überhaupt null mitgerechnet. Ich kann mir vorstellen, du willst bestimmt mal raus. Lass uns mal aussteigen oder was? Auf jeden Fall. Können wir mal eine rauchen oder so? Hast du tatsächlich die ganze Zeit die Maske auf, ja? Ja. Ach, erstmal schön, dich kennenzulernen, oder? Sehr
sehr, sehr geil. Ja. Oh, nee, wir sind gefahren heute Morgen von, weiß gar nicht, 5 oder so hast du oder ja, so. Genau. Ja, 30 sind wir los ja. Und sind bis Berliner Ring. Da sagt sie irgendwann, ja, mal kurz Pause und ich war perfekt. Erstmal. Ich kann erstmal klarkommen. Ja, das ist echt. Mal wieder da, FKK, schreibt mein Namen, FKK, ja. Letztes Jahr zu viel gefuttert von deiner Ma. Extra lieb bemuttert, Bitch, zieh dich durch die Nase und rotz dich auf die Straße wie ein Kutscherpfiff. Mir egal, was du bist, wie du heißt, was du fickst, nie gesehen, nie gehört von deinem Scheiß. Du tickst, ach wie nice, kennst ja nicht mal deinen Preis. Dann noch bringst Gras vom Feinsten. Wer will schon Tischfeuerwerk in sein Pfeifen? Du willst mal jetten wie die Geissens vom Rappen, aber Slicen. Sei mal leise, geh dich besser schnell verstecken, bis ich pfeife. Seit 92 schon auf Reise, den Kopf resetten, wenn ich schreibe. Stunden, Tagesthemen, die Lage ziemlich unbequem. Bin ein Hallo-Rival, ich Dinge ohne Grund verschmäh. Außer es bringt Kohle in mein Portemonnaie. Es geht immer höher, höher, Pöbel zwischen den Wolken dreht. Folgt dem Weg so lange wie der Zeiger dreht. Bleibt nicht stehen, weil es immer weiter geht und keiner von uns ewig lebt. Außer die Musik, außer dieser Beat, außer das Gefühl, was uns umgibt. Wir sind alle nirgends unbesiegt. Gib dem Leben das zurück, was es dir bietet. Lasse frei und mache Liebe. Ich mach die Augen auf und alles, was passiert, ist mir neu. Freunde verlaufen sich da draußen, aber ich bleib mir treu.